Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Webradio live aus der Commerzbank Arena zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind heute mit einem Ex-Eintrachtler dabei am Live-Radio. Ich bin der Alex und neben mir sitzt Dietmar Roth. Hallo Dietmar. Ja, hallo. Schönen guten Nachmittag. Schönen guten Tag. Ja. Ja, frühlingshafte Temperaturen. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sind optimistisch, dass die Eintracht heute gewinnt. Hoffenheim 5 Spiele ohne Sieg. Bist du auch so optimistisch? Ich bin grundsätzlich optimistisch und die Hoffenheimer sind schwer einzuschätzen im Moment. Sie haben gegen sehr starke Gegner jeweils unentschieden gespielt. Viele sagen, die gewinnen auch nicht mehr, der Lauf ist vorbei, aber ich glaube, man sollte sie nicht unterschätzen. Und wenn ich die Aufstellung sehe, auch von der Eintracht, glaube ich, ist der Friedhelm Funkel ähnliche Einstellung. Ja. Ja, mal gucken, wie Sebastian Jung da in der rechten Verteidigung seine Aufgabe löst. Er ist ja geborener Bäckersohn, hat da bis Ende letzten Jahres seine Ausbildung fertig gemacht im elterlichen Betrieb und ist da immer dann nachts um 3 aufgestanden, hat in der Backstube gearbeitet und ist dann zum Training und war dann um 11 topfit beim A-Jugendtraining. Vorbildlich, oder? Ja. Zeugt davon, dass er Disziplin hat und das nötige Stehvermögen, Aufstehvermögen hat. Aber ich hoffe, dass er heute nicht so kleine Brötchen backt. Ja, Hoffenheim spielt sich den Ball jetzt aber komplett in der Frankfurter Hälfte zu. Also auch Rückpässe werden nur bis zur Mittellinie gespielt und dann geht sofort wieder nach vorne. Das ganze Spielgeschehen in unserer Hälfte ein Steilpass auf einen Hoffenheimer und er lupft den Ball ins Tor. Der Schiedsrichter gibt den Treffer, ich glaube von Carlos Eduardo. Dass ein Spiel nicht so läuft, dass ein Gegner sehr stark sein kann, das ist keine Frage. Aber man hat doch, glaube ich, gesehen, dass über 30 Minuten sehr phlegmatisch und sehr zu zurückhaltend agiert worden ist. Und die Quittung hat man im Ergebnis, im Zwischenstand. Das 0-1 geht für die Hoffenheimer absolut vollkommen in Ordnung. Und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Friedhelm Funkel ein paar deutliche Worte findet in der Halbzeit. Genau, und das sieht auch ganz gut aus. Köhler nimmt den Ball hier gut mit. Von Fenien hat er ihn aufgelegt bekommen. Legt rechts raus zu Steinhöfer. Steinhöfer schießt einen Gegner an, aber Meier kommt trotzdem an den Ball am rechten Flügel. Kommt noch an den Ball, kann ihn noch retten, bevor er die Torlinie überschreitet. Legt zurück zu Steinhöfer. Der flankt. Gute Flanke. Kopfball. Tor! Jawohl! Da ist es! 1-1. Der nächste Angriff der Eintracht, wir schildern das Tor gleich noch einmal, aber die Eintracht kommt aus der zentralen Position mit Meier. Meier könnte rechts rauslegen zu Fehling, macht das auch in der Mitte. Schon wieder Steinhöfer und Köhler, aber beide ja nicht zu Kopfball stark. Fehling geht deswegen erstmal zwei Gegenspieler vorbei, könnte mit links schießen, macht das auch mit links. Aber der Ball geht einen Meter am Tor vorbei. Die Eintracht ganz anders, wie verwandelt aus der Kabine gekommen. Willst du das Tor nochmal schildern? Ja, es war eigentlich eine Folge dessen, was wir gesehen haben. Die Eintracht hat Druck gemacht, hat nach vorne gespielt. Hat über die Außenposition mit einem schönen Ball vom Meier erkämpft, der den Ball vorm ins Ausgehen noch gerettet hat, kann man sagen, zurücklegt auf, wer war es, Steinhöfer? Steinhöfer, genau. Steinhöfer hat direkt eine Flanke vors Tor gezogen und Fink kam von hinten aus vollem Lauf und hat so aus 6-7 Metern Entfernung den Ball ins Tor gehämmert mit dem Kopf, kann man schon sagen. Und war ein tolles Tor, war toll gespielt. Und ich hoffe, dass das unseren Jungs jetzt so viel Auftrieb gibt, dass sie da dran... Was mich auch beeindruckt hat, war, dass du geahnt hast, dass der Ball ins Tor geht. Hast du das irgendwie schon vorher gerochen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass du so früh schon Tor gesagt hast, du hast es gewusst oder du hast ihn reingeschrien sozusagen. Das war der Ball, wie der Ball kam und ich habe gesehen, dass der Fink... Das konnte nur passen in dem Moment. Deshalb habe ich eigentlich gleich Tor gerufen. Okay. Ja. Hat ja geholfen. Ein gutes Ohren kannst du noch ein paar Mal machen heute. Aber ich werde jetzt nicht einfach Tor in den Raum rufen. Nee, vor allem nicht jetzt. Jetzt kommt nämlich erstmal der Gegner. Der Schiedsrichter wartet noch extrem lange. Jetzt lässt er doch den Vorteil laufen, hat die Pfeife lang im Mund gehabt und hat aber angezeigt, ich lasse noch den Vorteil laufen, weil die Frankfurter weiter kontern. Und sie können sich tatsächlich hier in diesen Konter reinspielen. Fink jetzt in der zentralen Position, spielt auf Meier, der jetzt mal über rechts kommt. Fehlen schon in der Mitte, kriegt er die Flanke von Meier. Meier lässt erstmal Luis Gustavo ins Leere laufen. Der rutscht noch aus, dann gibt er ab zu Jung. Nochmal Meier durch
erwischt die Beine von Luis Gustavo zu bringen. Er ist schon im Strafraum, abfällt an der Torauslinie, bringt die Flanke an den langen Pfosten. Wenn Köhler ein bisschen größer wäre und der Ball vielleicht ein bisschen flacher, dann hätte Köhler den jetzt reingekriegt. Ja, der Schiedsrichter pfeift Freistoß. Keiner weiß so recht warum. Viele sind nicht einverstanden, aber wir müssen es akzeptieren. Es gibt einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie von der rechten Seite für die Hoffenheimer. Das ist übrigens, dieser Unterrang auf der Gegentribüne, auf den kann man sich fantastisch verlassen. Das sind die größten Pöbler überhaupt. Ich glaube, die größten Pöbler stehen nicht in der Westkurve, sondern Unterrang Gegentribüne. Das sind gestandene Leute, die immer vielleicht schon auch über 50, aber das sind die, die zuverlässig ab jetzt wieder immer wieder aufspringen bei jeder Entscheidung gegen die Eintracht. Das finde ich immer faszinierend. Chris mit der super Grätsche holt sich den Ball und spielt ihn gleich nach vorne zu Fenin. Fenin muss warten, nur Meier ist da. Und Fenin wird abgeräumt von Ibertsberger, der jetzt auch auf Hoffenheimer Seite die erste gelbe Karte sieht. Eigentlich gleich aus zwei Gründen, weil es ein taktisches Foul war und weil er eigentlich ohne aus an den Ball zu kommen, da sein Gegner abgeräumt hat, war in Ordnung, da gelb zu geben. Ja, also das hat der Martin Fenin noch provoziert. Ah, ja. Dass er ihm so auf den Huf tritt, das wollte er mit Sicherheit selber nicht, aber er hat einen Foul provoziert, weil er gemerkt hat, er war durch die Kontersituation ganz alleine. Und aus dem Grund hat er da eben abgeklemmt und hat versucht, den Foul rauszuholen. Hoffenheim inzwischen also wieder auf der eigenen rechten Verteidigerposition im Ballbesitz. Jawohl. Meier mit großem Einsatz gegen Beck. Ja. Und der Schiedsrichter gibt aber Freistoß für Hoffenheim. Da hat der Schiedsrichterassistent auch schon länger angezeigt. Er hat den Beck so ein bisschen gerissen von hinten. Ja, es war faul, aber es war eine wirklich sehr, sehr gute Aktion vom Alex Meier, der den Gegenspieler unter Druck gesetzt hat. Der hat Körperkontakt gesucht, der hat ihn auch gefunden. Und das ist aber Situation. So muss es jetzt weitergehen. So muss man dranbleiben. Und es zeigt aber auch jede eine solche Situation, ob es Chris war im Mittelfeld, der da wirklich konsequent in den Zweikampf geht, den Ball mit einer richtig langen Grätsche zum eigenen Mann herausholt. Das ist das Rezept. Und anders komme ich heute nicht voran. Meier steil zu Fenin. Ja, super gemacht. Auch Fink könnte nochmal querlegen zu Fenin. Das hat er versucht. Da war ein Hoffenheimer dazwischen. Sonst wäre Fenin allein vom Tor gewesen. Aber jetzt hat Jung nochmal die Chance. Spielt den Strafraum zu Meier. Der gibt den Ball quer vors Tor. Gefährlich. Macht schon Chance. Fenin schießt. Und Werner die Latte. Das gibt es nicht. Der muss drin sein. Eine super Chance. Nochmal der Nachschussgelegenheit. Ah, der Ball geht jetzt 7-8 Meter am Tor vorbei. Der Nachschuss. Da gibt Meier den Ball flach nach innen. Zunächst wirft sich ein Frankfurter da rein. Und ein Abwehrbein klärt. Aber nur in Richtung Elfmeterpunkt. Da steht Martin Fenin. Der hat noch die Zeit, sich den Ball zu stoppen. Und schießt dann den Ball an die Unterkante der Latte. Denkbar knapp. Da gibt er diese Chance. Fenin ist der Spieler, der ohnehin schon in der Liga die meisten Pfosten- oder Latteschüsse hat. 5, jetzt 6. Da hat er schon den einsamen Rekord. Den hat er jetzt nochmal ausgebaut. Das war bitter. Der muss drin sein, oder? Ja, er ärgert sich natürlich jetzt zurecht. Er wollte den natürlich ganz genau in die Ecke oben rein platzieren. Und da hat er sich halt, ja gut, auf 10 cm ist natürlich schwierig. Aber war eine Riesenchance. War auch klasse rausgespielt. Also war schade, dass das nicht zum Erfolg geführt hat, aber ja, wir müssen es so nehmen, wie es passiert ist. Da hatten die Hoffenheimer mal richtig Glück. Und Frankfurt kommt jetzt mit Fenin über die rechte Seite. Fenin bleibt den Ballbesitz. Oh, der drückt da gleich zwei Gegenspieler weg mit fairem Einsatz. Du Meier, der geht am Gegner vorbei, schießt am langen Weg vorbei. Meine Güte, da hat es der Meier. Erst der Fenin, dann der Meier im Zweikampf durchgesetzt. Und dann zirkelt der Meier den wirklich, ja, 30, 40 Zentimeter am langen Eck vorbei. Also hier ist jetzt im Moment wirklich was los. Es geht hin und her. Ja, wir können auch an der Reaktion von Friedhelm Funkel erkennen, das ist das, was er auch sehen. Und Jung geht jetzt gegen Ibertsberger ins Laufduell mit dem Ball am Fuß, schneller als Ibertsberger, ohne Ball. Jung ist schon an der Torauslinie fast, gibt in die Mitte. Ah, oh, schade, flach in die Mitte gepasst. War eine gute Idee. Petkovic springt die Flanke an langen Pfosten, das Fenin, der köpft nochmal, will nochmal ablegen. Nachschussgelegenheit, Schuss, Schuss, Schuss. Oh, mit den Fäusten lenkt der Haas den Ball nochmal über das Tor. Das gibt es nicht. Die nächste Riesenmöglichkeit. Chris, habe ich in der ersten Halbzeit schon gesagt, hat mir eigentlich erste Halbzeit, ja, unter den Bedingungen, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, schon sehr gut gefallen und ist eigentlich derjenige, der in der zweiten Halbzeit wirklich ganz klasse spielt. Also er gewinnt so gut wie jeden Zweikampf und hat dann noch das Auge für den Mitspieler. Also er macht ein Riesenspiel. Genauso wie ich sagen muss, Sebastian Jung hat bisher auch ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er hat nach hinten wenig zugelassen, was man ihm in seiner Person ankreiden könnte und hat nach vorne auch immer wieder die ein oder andere gute Aktion gesetzt. Also so betrachtet, die gesamte Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine deutliche Steigerung an den Tag gelegt. Fairer Ballgewinn jetzt von Steinhöfer. Sodass man da eigentlich sehr, sehr zufrieden sein kann, wie die zweite Halbzeit gelaufen ist. Fenin wird gelegt von Compaire, der Schiedsrichter pfeift nicht, Funkel springt auf und ab. Er springt hier aus dem Stand quasi Olympiahöhen, wenn er da sich an der Seitenlinie aufregt über diese Entscheidung. Also Frankfurt kann mit diesem 1:1 einigermaßen leben, denke ich.
in Leverkusen ist vielleicht ja auch was möglich. Da haben wir ja letzte Saison auch gewonnen in Leverkusen. Und vielleicht kann man da nochmal einen Punkt mitnehmen und dann das Abstiegsendspiel gegen Cottbus für sich entscheiden. Dann ist man vielleicht unten raus. Also, ich sag mal so, wenn sie so spielen, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben, dann ist gegen nahezu jeden Gegner der Bundesliga was drin.